you see the cells on their feet? Das Shared Universe von Isaac Asimov besitzt drei große Bereiche, die chronologisch eine Zeitspanne von 15.000 Jahren abdecken. Der älteste Bereich ist die Ära der positronischen Gehirne, respektive das Zeitalter der Roboter. Dann folgt wie eine Art Äon die Zeit des galaktischen Imperiums von Trantor und schließlich die einzigartige Foundation-Ära. In den beiden vorangegangenen Episoden haben wir uns lediglich mit den ersten 250 Jahren dieser gigantischen Zeitleiste beschäftigt. Also ein winziger Abschnitt auf der gesamten Skala und eine Zeit, die nur von einem Schwarm aus Kurzgeschichten repräsentiert wird. Überwiegend Short Stories, die Asimov am Anfang seiner Karriere schrieb. Die kommenden zwei Episoden wenden wir uns dem gesamten Material zu, das die restliche Zeit der Robot-Ära abdeckt. Festgehalten in einer Novellette, zwei frühen Romanen, einer Kurzgeschichte und zwei späteren Romanen. In den ersten beiden Episoden ging es um die Welt des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts mit einem signifikanten Ausblick auf das 22. und 23. Jahrhundert. Nun springen wir allerdings 1500 bis 2500 Jahre in die Zukunft. Was in diesen 1500 Jahren geschah, beschrieb Asimov nie in einer eigenen Geschichte. Wir werden darüber am Rande innerhalb der kommenden Romane in Kenntnis gesetzt, wobei es bereits in den Roboter-Kurzgeschichten die ersten Andeutungen dazu gab. Angetrieben durch Überbevölkerung und Energiekrisen brechen Teile der Menschheit auf, den Weltraum zu besiedeln. Dies beginnt in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, wenn es auch ein Prozess ist, der bis zu seiner Vollendung fortan einige Jahrhunderte dauern wird. Ein zentraler Planet dieses Exodus ist Aurora, von der noch viel die Rede sein wird. Aurora befindet sich 12 Lichtjahre von der Sonne entfernt und ist der innerste Planet des Tau-Ceti-Systems. Die erste Kolonie wurde dort in 2065 gegründet. Damals nannte man den Planeten noch New Earth. Die Umbenennung in Aurora war sicherlich eine politische Handlung im darauffolgenden Jahrhundert, also mindestens 50 Jahre später, als die Beziehungen zur Erde längst begonnen hatten, äußerst wechselhaft zu sein, um es milde zu sagen. Das ist bei Asimov ein zentrales Thema. Bereits wenige Generationen später sehen sich die Siedler nicht mehr als Terraner, als Erdmenschen. Sie sind nun eine eigene Kultur, die biologisch sehr darauf bedacht ist, sich von den Erdbewohnern abzusetzen. Schon bald setzte sich gerade auf der Erde der Begriff Spacer durch, als Bezeichnung für all jene Menschen, die nun nicht mehr von der Erde waren. Die Spacer empfanden diesen Ausdruck stets als geringschätzig, zumal die einzelnen Kolonien schnell ihre eigene Identität fanden und die Bewohner von Aurora und die Bewohner von Melpomenia oder Solaria sich ebenfalls bis zu einem gewissen Grad untereinander fremd waren. Dennoch ist unbestritten, dass die Exilmenschen in einem wirtschaftlichen und politischen Verbund lebten, während die Erde weitgehend außen vor gelassen wurde und zunehmend in eine Art Isolation abdriftete. Aurora wuchs innerhalb des losen Verbundes der Exodus-Planeten zügig zu einer Führungsposition heran. Ihre futuristische Hauptstadt trägt den Namen Aeon und hatte wohl zu keinem Zeitpunkt mehr als 20.000 Einwohner. Dennoch war es die größte Stadt aller Exodus-Planeten und wurde damit häufig als eine inoffizielle Hauptstadt aller Spacer betrachtet. Der Planet hat übrigens zwei Monde, Titanus 1 und Titanus 2.
Übrigens war man in den 60ern und 70ern hier in Deutschland in den Übersetzungen von Asimovs Romanen mit dem Begriff Spacer nicht gerade glücklich, da man ihn als einen zu offensichtlichen Amerikanismus empfand. Darum erfand man in den frühen Übersetzungen für Spacer den Ausdruck Astroniden. Es besteht kein Zweifel daran, dass gegenüber den Erdbewohnern die Spacer eine recht faschistoide Haltung haben. Sie begründen dies selten ideologisch, sondern sehen es als eine überlebenswichtige Notwendigkeit an. So hatten die Spacer auf ihren Welten eine komplette Dämmung gefährlicher Viren und Bakterien erreicht, was zur Folge hat, dass dort nie jemand krank ist. Dies führt allerdings zu einer regelrechten Terranophobie und einem Ekel vor den Erdbewohnern. Spacer würden also nie einen Menschen berühren wollen, geschweige sich in seiner Welt aufhalten. Sie würden das als äußerst verstörend empfinden, ungefähr wie wir uns fühlen müssten, wenn wir in eine Lepra-Kolonie gehen würden. Auf dem kulturellen Höhepunkt hatte Aurora rund 200 Millionen Einwohner und 10 Milliarden Roboter. Im Schnitt kamen also auf einen Bewohner von Aurora 50 Roboter. Das erklärt natürlich den gehobenen Lifestyle, der dort geprägt wurde. Jeder lebt dort in luxuriösen Wohnanlagen, sämtliche Arbeit wird von hochintelligenten Robotern ausgeführt. Und obwohl für viele Jahre die Robotik noch als eine Domäne der Terraner gilt, hatten sich die Erdbewohner nicht so richtig von dem ethischen Dilemma befreien können, ob sie nun positronische Gehirne als Teil ihrer Zivilisation akzeptieren wollen oder nicht. Dies war auch nach 1000 Jahren noch immer Gegenstand politischer Spaltungen. Die Spacer hingegen feierten die Präsenz der Roboter euphorisch und machten sie zu einem integralen Element ihrer Kultur und raubten hierbei der Erde schließlich jeglichen technologischen Vorsprung. Die Frage der Beziehungen zwischen Spacern und Terranern ist durch die Jahrhunderte hindurch kompliziert und neigt zumeist dazu, die Gesellschaft auf beiden Seiten zu polarisieren. So gibt es durchaus Bestrebungen, politische Brücken zu bauen, doch das Klima ist auf beiden Seiten von massivem Paranoia beseelt. Die Terraner gelten für die Spacer als unzuverlässige, animalische Gesellen, die unvernünftig und inkonsistent sind, während für die Erdbewohner die Spacer als gefährliche Overlords erscheinen, die möglicherweise geheime Pläne haben, die Erde zu unterjochen und zu versklaven. Es gibt diplomatische Beziehungen, doch diese sind zaghaft und mühsam. Mother Earth ist eine ungefähr 40-seitige Novellette, zu kurz, um ein Roman zu sein, zu lang für eine Kurzgeschichte. Interessant hierbei ist, dass dies das einzige Verbindungsstück ist zwischen der alten Welt der Roboter-Stories und der kommenden Welt von Elijah Bailey und Daniel Oliver. Diese Erzählung ist von der alten und von der neuen Welt jeweils 1000 Jahre entfernt. Es ist also eine sehr einsame Story, die hier zwischen zwei zeitlichen Regionen schwebt. Ebenso von Interesse ist, dass Asimov diese Erzählung nicht etwa als eine nachträgliche Lückenfüllung schrieb, wie er es gelegentlich tat. Nein, diese Geschichte wurde im September 1948 verfasst und erschien im Mai 1949 im Astounding Science Fiction. Später, in 1972, wurde diese Erzählung in dem Sammelband The Early Asimov publiziert. Zu jener Zeit existierte also nichts von all den hier gerade geschilderten Spacer-Welten. Es ist beachtlich, dass Asimov über all die Jahre dann dennoch den hier postulierten historischen Fakten treu blieb, sodass diese wenig bekannte Erzählung sich dennoch perfekt in das Worldbuilding einfügt, das da in den kommenden Jahrzehnten erst entstehen sollte. Mother Earth wechselt zwischen einer irdischen Perspektive und dem Blickwinkel von Aurora. Auf beiden Seiten ist die politische Paranoia inzwischen eskaliert. Dies ist sicherlich nicht eine der aufregendsten Stories, was dadurch bewirkt wird, dass die meiste Handlung aus Dialogen besteht. Wir erleben hier eine endgültige Verschärfung der Beziehungen zwischen der Erde und den Spacern. Ein Erdhistoriker erklärt, dass eine wichtige Weichenstellung, die zu den Problemen der Gegenwart geführt hatte, darin besteht, dass Aurora halbes Jahrhundert zuvor, als die Kolonien noch in einer gewissen Abhängigkeit von der Erde waren, sich die Genehmigung erkämpfte, positronische Gehirne zu einem fixen Teil des gesellschaftlichen Lebens zu machen. Dies führte zu einer massiven Umstrukturierung der Spacer-Gesellschaft und auch zu einer erstarkenden Andersartigkeit und somit Fremdheit gegenüber den Menschen, die bis dahin nicht wirklich geschafft haben, die Roboter ausreichend anzunehmen und zu integrieren.
Dies gab Aurora einen massiven Vorteil gegenüber den Erdbewohnern, da die Forschungseinrichtungen immer futuristischer werden konnten, während die Erde noch immer in altbackenen ökonomischen Paradigmen gefangen war, sprich das Durchwursteln, das uns auch heute beschäftigt, wenn man einerseits versucht, zukunftsweisend zu denken, sich aber gleichzeitig nicht von den alten Modellen lösen möchte, wie zum Beispiel der Monetarismus. Doch die Krise findet einen radikalen Höhepunkt, als einige Jahrzehnte vor den Geschehnissen von Mother Earth Aurora eine strenge Einwanderungsquote für Terraner einführt. Eine Vorstufe dazu, dass irgendwann die Grenzen komplett dicht gemacht werden. Ab diesem Punkt ist es Erdbewohnern nicht mehr möglich, in die Spacer-Welten auszuwandern. Die Rede ist von einem Krieg, es gibt Gerüchte, angeblich haben die Terraner eine neue Waffe erfunden oder eine geheime Kriegsstrategie, die sie das Pazifik-Projekt nennen. Für Aurora wird durch diese Gerüchte nur die Paranoia vor den Erdbewohnern angeheizt. Es gibt noch immer einen politischen Flügel der sogenannten Conservatives, die an den Beziehungen zur Erde festhalten wollen, aber seine Vertreter werden nun ausgebotet und drangsaliert. Verhaftungen und Verhöre finden statt. Der Diplomat Ion Mereanu, der als Auroraner dennoch zur Erde hält und den Flügel der Konservatisten anführt, wird verhaftet und als Verräter vor ein fragwürdiges Tribunal gestellt. Dennoch ist die Lage unter den Spacern nicht eindeutig. Die Einwände sind wohl auch, dass einige Planeten nicht begeistert davon sind, dass Aurora eine solche Vormachtstellung innerhalb der Spacer-Welten erlangt. Die Planeten Rhea und Tethys stellen sich da erstmal gegen Aurora. Zu aller Überraschung beginnt Erde die Spacer-Welten mit recht bedrohlichen Botschaften zu konfrontieren. Man rasselt mit den Säbeln und unterscheidet bei den Anschuldigungen nicht zwischen den Planeten. Das führt zu einer starken Beunruhigung innerhalb der Spacer-Welten und bewirkt zugleich, dass jene letzten Planeten, die noch zur Erde hielten, nun einlenken und sich der Doktrin von Aurora beugen. Zugleich zweifelt niemand daran, dass Erde gegen Aurora absolut chancenlos ist. Es folgt tatsächlich eine Kriegshandlung, die dann als der Drei-Wochen-Krieg in die Annalen der Geschichtsschreiber eingeht. Die Erde wird in kürzester Zeit besiegt. Allerdings gleicht das Ganze doch mehr einer Art Strafexpedition, zumal es seitens der Spacer keinen ausgesprochenen Bedarf nach den Ressourcen der Erde, die ohnehin als ausgelaugt gilt, gibt. So führt der kurze Krieg zu einer Unterbrechung aller Kontakte und zu einer kompletten Reisesperre für die besiegten Erdbewohner. Keinem irdischen Raumschiff ist es mehr erlaubt, das Sonnensystem zu verlassen. Handel wird vollständig außer Kraft gesetzt. Die Erde ist ein isolierter Planet, dessen Raumschiffe nicht weiter als bis zu den äußeren Planeten unseres Sonnensystems fliegen dürfen. Erst langsam setzen sich die ersten Erkenntnisse durch und das meiste klingt eher wie Verschwörungstheorien unserer eigenen Gegenwart. So zeichnet sich ab, dass der verlorene Krieg der Terraner Teil eines groß angelegten Plans war. Dies war das Herzstück des Pazifik-Projekts. Einerseits Maßnahmen, die daheim auf der Erde ein überfälliges Umdenken gegenüber den eigenen heimischen Robotern bewirken sollte, doch vor allem eine Einigung aller Terraner zugunsten von Landwirtschaftsreformen und einer ausgeklügelten Demografiekontrolle. Doch die Drahtzieher sind auch davon überzeugt, dass langfristig die Spacer von den Terranern abhängig sind und eine Isolation letztendlich zu einem schleichenden Niedergang der Spacer beiträgt, da die Spacer zwar genetisch und biologisch behandelte Menschen sind, mit langer Lebenserwartung und frei von Krankheiten, doch isoliert von dem unreinen, jedoch zähen irdischen Genpool der Degeneration und dem Untergang geweiht sind. Asimov nimmt hier also Themen vorweg, die er tatsächlich später in ihrer Konsequenz aufgreifen würde, insbesondere die degenerativen Probleme der übermenschlich anmutenden Spacer und ihre massive Abhängigkeit von Robotern. Mother Earth ist insgesamt eine recht wenig bekannte Erzählung von Asimov, die aber innerhalb dieses Handlungsuniversums recht wichtig erscheint, um die Beziehung der Erde und der Spacer besser zu verstehen. Ich habe leider keinen Hinweis darauf gefunden, dass diese Story jemals ins Deutsche übersetzt wurde. Ich habe immerhin eine eingescannte Version aus dem ursprünglichen Science-Fiction-Magazin von 1949 hier, eben auf Englisch. Sollte also jemand das Interesse haben, der Vollständigkeit halber diese Novellette zu lesen, kann ich gerne die Datei zukommen lassen. Umgekehrt würde ich allerdings nicht sagen, dass Mother Earth essentiell ist. Und damit kommen wir zu dem ersten richtigen Roman dieser Reihe.
Die Stahlhöhlen, im Original The Caves of Steel, wurde 1954 veröffentlicht und ist seitdem ein einflussreicher Kultklassiker aus Asimovs Oeuvre. In seiner ersten Übersetzung in Deutschland trug der Roman hier den Titel Der Mann von drüben, bevor man sich in späteren Auflagen für Die Stahlhöhlen entschied. Hier müssen wir nun 1000 Jahre in die Zukunft springen, in das 47. Jahrhundert. Und in diesen 1000 Jahren ist viel passiert, in Konsequenz jener Ereignisse, die in Mother Earth entworfen wurden. Die zentrale Veränderung besteht darin, dass in den 1000 Jahren die Menschheit komplett unter die Erde gezogen ist. Dies geschah, da an der Oberfläche das Ökosystem dank der agraren Überbelastung und der Vergiftung der Felder und der Natur zu kollabieren begann. Mit Hilfe von Arbeitsrobotern haben die Menschen gigantische Höhlensysteme erschaffen und dort ihre Häuser und Wohnsilos gebaut. Es ist eine interessante, überbevölkerte Welt, die Asimov da beschreibt. Insgesamt würde man diesen Lebensraum ohne Umschweife als dystopisch bezeichnen. Und doch ist dies nicht unbedingt so schwarz-weiß zu sehen. So scheint hier niemand zu hungern oder obdachlos zu sein. Für Nahrung, Wasser und Wohnraum wird von staatlicher Stelle gesorgt. Allerdings ist das Essen fast immer nur hefebasiert und wird in Rationen in riesigen Gemeinschaftsküchen serviert. Auch ein eigenes Badezimmer hat so gut wie niemand. Die Menschen gehen in zugewiesene Badehäuser, wo strenge Verhaltensrituale herrschen, um auf diese Weise das Leben und den Alltag erträglicher zu machen. Es ist keine paradiesische Welt in diesen Kuppelstädten tief unter der Erde. Aber es ist auch kein so richtiger Albtraum. Im Grunde nimmt hier Asimov die Idee des Grundeinkommens vorweg, zwar nicht in einer monetaristischen Weise, doch im Prinzip. Niemand erwartet, dass jeder Arbeit hat, das wäre auch gar nicht möglich, denn die Roboter leisten die meiste Arbeit und so gilt es eben, all die Menschen zu ernähren, sie zu unterhalten und zugleich rigorose Familienpolitik zu betreiben. Wer jedoch qualifiziert ist, etwas Zusätzliches zum Fortlauf der Gesellschaft beizutragen, wird dafür entlohnt. Damit steigt auch sein Status und die Privilegien des Alltags, zum Beispiel der Standort des Wohnraums oder sein Zugang zu bestimmten Badehäusern. Wie der Protagonist, der Polizist Elijah Bailey. Er ist ein eher hochrangiger Ermittler der New Yorker Polizei und genießt, verglichen mit den meisten, durchaus Privilegien. Er besitzt zum Beispiel eine eigene Waschecke in der Wohnung, was relativ ungewöhnlich ist. Er hat auch einen erleichterten Zugang zu Tabak und qualitativerem Alkohol. Elijah Bailey ist verheiratet und hat einen Sohn. Energie und Wärme entstehen in diesen gigantischen unterirdischen Anlagen vor allem durch Geothermie und somit besteht kein Mangel an Wärme und Elektrizität. So gibt es an der Decke hunderte Meter über dem Boden riesige Reflektoren, die das Tageslicht imitieren. Nach so langer Zeit unter der Erde ist die gesamte Bevölkerung vollständig agoraphob. Die Vorstellung des freien Himmels und einer unbegrenzten Landschaft bringt die Erdbewohner an die Grenze der Ohnmacht. Sie können weder hinsehen noch sich persönlich einer solchen Leere aussetzen. Es löst bei ihnen Beklemmung und Panikattacken aus. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, aber die meisten Stadtbewohner werden über so eine Art Bandsysteme befördert, ähnlich wie man es manchmal heute auf Flughäfen sieht, also horizontale Bänder, die entlang eines Korridors verlaufen, so dass man nicht die ganze Zeit den Koffer ziehen muss. Doch hier ist es ein viel komplexeres System aus parallel laufenden Bändern unterschiedlicher Geschwindigkeit, die durch ein gekonntes Umsteigen von langsameren auf schnellere Bänder ein zügiges Vorankommen ermöglichen. Die schnellsten Bänder bewegen sich bis zu 60 km pro Stunde. Die einzelnen Städte sind durch lange unterirdische Tunnel verbunden, die man mit entsprechenden Fahrzeugen befahren kann. Das Tunnelsystem ist so komplex und so alt, dass einige Verbindungsstrecken inzwischen wieder in Vergessenheit geraten sind. Unweit von dem unterirdischen New York City befindet sich eine weitere Höhlenanlage mit dem Namen Spacetown. Dies ist eine diplomatische Enklave der Spacer, überwiegend Bewohner von Aurora. Sie leben dort in einem unvergleichlichen Luxus. Diese Wohnfläche würde normalerweise tausende Erdbewohner beherbergen, doch hier in Spacetown sind es nur einige Dutzend Spacer, die dort residieren. Für die meisten ist Spacetown unerreichbar. Entlang der Strecke gibt es mehrere Checkpoints und man muss entsprechende Einladungen und Permits besitzen, um dort überhaupt hinfahren zu können. Auf der Erde ereignet sich in diesen Jahren eine Art Kulturkonflikt zwischen zwei Fraktionen, den Medievalisten und den Modernisten.
Die Medievalisten plädieren dafür, dass der Mensch sich von seiner Abhängigkeit von den Robotern lösen muss und dass er ebenso einen Kontakt zur Natur suchen muss. Für die Medievalisten steht fest, dass der Mensch früher oder später an die Oberfläche zurückkehren muss, um dort die Landwirtschaft zu beleben. Übrigens gibt es zu jedem Zeitpunkt tatsächlich wieder agrare Projekte an der Oberfläche, da sich die Erde inzwischen weitgehend erholt hat. Doch diese großen Feldanlagen werden vollautomatisch von Robotern bewirtschaftet. Wir haben ja also die recht ironische Situation, dass oben an der Oberfläche Roboter in riesigen Mähdreschern sitzen, während die Bevölkerung mit Agoraphobie im Untergrund sitzt. Aber es gibt auch anzunehmen, dass die Früchte dieser Bewirtschaftung an der Oberfläche vermutlich nur die Bessergestellten genießen können, während der Rest unter der Erde weiterhin hefebasierten Fraß zu sich nimmt. Die Spacer unterstützen natürlich die modernistischen Kräfte auf der Erde. Doch halten sie der irdischen Regierung auch unentwegt vor, das medievalistische Problem nicht in den Griff zu kriegen. Eines Tages wird in Spacetown eine Leiche gefunden. Hierbei handelt es sich um den bekannten Robotiker Roj Sarton von Aurora. Dies ist eine unerhörte Angelegenheit und sogleich werden die Medievalisten verdächtig. Der New Yorker Polizeichef Julius Enderby setzt seinen besten Mann auf den Fall an, den Detektiv Elijah Bailey. Doch die Spacer und hierbei vor allem der prominente Hahn Fastolf bestehen darauf, dass Bailey einen Partner an die Seite gestellt bekommt. Einen Partner, der aus der Spacer-Welt kommt. Dies überrascht Bailey, da kaum ein Spacer bereit sein würde, sich in die bazillenverseuchte Welt der Terraner zu begeben. Und das ist mehr als nur eine Neurose der Spacer. Die Bewohner von Aurora haben nach 200 Jahren jegliche Immunität gegen menschliche Viren eingebüßt und würden vermutlich an simplen Grippen krepieren. Allerdings wird auch deutlich, dass die Spacer eine Kultur erschaffen haben, in der Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum reduziert sind. Auch untereinander ziehen sie es vor, sich mittels Hologrammplattformen zu besuchen, und die Einsamkeit und das Alleinsein stellen hier einen grundsätzlichen Lebensentwurf dar. Der Ameisenhaufen eines gigantischen Wohnsilos, wie es das unterirdische New York City ist, erscheint ihnen unzugänglich und emotional unerreichbar. Umso größer dann Baileys Überraschung, als sich herausstellt, dass sein neuer Partner, ein Mann namens R. Daniel Oliver, in Wirklichkeit ein Roboter ist. Das R steht hierbei für Robot. Daniel ist eine Art Prototyp, entwickelt von dem ermordeten Roj Sarton. Er hat zwei Besonderheiten. Zum einen ist er der erste Roboter, der auch bei genauerer Begutachtung humanoid erscheint und zumindest in Alltagssituationen nicht von einem Menschen unterscheidbar ist. Zum anderen besitzt er telepathische Fähigkeiten, zumindest in jenem Sinne, als dass es ihm möglich ist, die elektrische Vielfalt der menschlichen Gehirnströme zu messen und analysieren, vorausgesetzt er ist nahe genug an den Menschen dran. Elijah Bailey ist nun alles andere als ein Medievalist. Er hält sich solchen Polarisierungen fern und sein Beruf gebietet, eher kritisch solchen Strömungen gegenüberzustehen. Doch zugleich kann er die Roboter nicht besonders leiden. Es nervt ihn, dass ein solcher Blechkamerad nun in seiner unmittelbaren Nähe in der Polizeistation arbeitet und Bailey ist sich nicht zu fein, den armen Roboter R. Sammy auch mal zu gängeln und zu sabotieren. Es spricht sicherlich für Asimov, dass er hier keinen einwandfreien, sauberen Helden stilisiert, sondern einen eher zynischen, pessimistischen Bullen, der genauso ein Produkt seiner Zeit und seiner Umgebung ist wie alle anderen. Hier erleben wir also eine klassische Cop-Buddy-Story mit zwei ungleichen Partnern, die trotz ihrer Differenzen miteinander klarkommen müssen, um den Fall zu lösen. Ein Thema, das seitdem von so vielen Krimi- und Actionfilmen aufgegriffen wurde, dass ich mir nun an dieser Stelle gar nicht die Mühe mache, einige davon zu erwähnen, denn jeder von uns hat einen solchen Film sicherlich schon mal gesehen. Das Thema war auch in 1954 vermutlich nicht ganz neu, wenn auch kaum derartig abgelutscht wie heute. Doch Asimov mag der erste gewesen sein, der diesen Topos in eine Science-Fiction-Welt übertrug. Allerdings gab Asimov in einem Vorwort zu diesem Buch durchaus zu, dass die Idee einer Science-Fiction-Crime-Story mit zwei ungleichen Ermittlerpartnern, von denen einer ein Roboter ist, ihm unmittelbar von John W. Campbell vorgeschlagen wurde. Asimov gefiel damals die Idee und so begann alles. Es erstaunt nicht, dass Bailey von der Idee, mit einem Roboter zu arbeiten, nicht begeistert ist.
zumal zu diesem Zeitpunkt soziale Spannungen in den Straßen der Stadt herrschen und eine Menge kollektiver Wut der Medievalisten entlädt sich gegen Roboter. So macht sich Bailey vor allem Sorgen, dass durch irgendeine Unvorsichtigkeit doch auffliegt, dass ein verdächtiger, vollkommen menschenähnlicher Roboter, der Spacer, sich durch die Stadt bewegt. Bailey schließt sogar nicht aus, dass die Terroristen an ihm oder seiner Familie Rache nehmen würden. Und er sieht auch keine Veranlassung, Daniel Oliver zu trauen. Am Anfang entwickelt er sogar eine recht exotische Hypothese, nach der Rog Sarton eigentlich am Leben ist und sich nur für Daniel Oliver ausgibt. Eine Idee, die sicherlich durch die Tatsache verstärkt wird, dass der ermordete Sarton seine Gesichtszüge und Körpermaße benutzt hatte, um Daniel Oliver zu konstruieren. Natürlich könnte man dieses Buch als eine Crime-Story betrachten, die sehr gelungen mit dystopischer Science-Fiction verschraubt wurde. Doch es wird zunehmend deutlich, dass der eigentliche Krimi nur eine Leinwand ist, auf der Asimov seine soziologischen Hypothesen platziert. Und das funktioniert sehr gut. Würde man nur den Kriminalfall und dessen schließliche Auflösung in Betracht ziehen, wäre dies keine schlechte, aber auch keine besonders starke Krimi-Geschichte. Agatha Christie würde auf diesem Gebiet Asimov an jedem beliebigen Tag haushoch überlegen sein. Doch für Asimov ist das Crime- und Cop-Genre nur ein Vehikel für gänzlich andere Reflexionen. Interessant ist hierbei der Roboter Daniel, der durch diese Erfahrung geistig zu wachsen beginnt. Ist er am Anfang ein pragmatischer Roboter, der im Rahmen seiner drei Robotergesetze nur Logik und Ratio zulässt, so lernt er es im Verlauf der Ermittlung, sich auch mit der Motivation der Menschen zu befassen und ihren moralischen und ethischen Ambivalenzen. Natürlich geht die Erfahrung auch an Elijah nicht spurlos vorüber. War er am Anfang von Robotern eher angewidert, sieht er in Daniel Oliver nun einen neuartigen, wenn auch äußerst seltsamen Freund. Zugleich aber muss Elijah vieles in seinem Leben in neuem Licht sehen. Denn die Ermittlung bringt zutage, dass seine Frau Jessie einer Medievalisten-Terrorgruppe nahesteht und auch sein Boss Enderby in Wirklichkeit ein hochrangiger Medievalist ist. Er benutzte einen Roboter, um die Pistole nach Spacetown zu schmuggeln, doch sein Ziel war nicht Dr. Sarton, sondern R. Daniel Oliver, welcher von Enderby verwechselt wurde. Ich habe an dieser Stelle keine Scheue, die Auflösung zu spoilern, denn es muss klar sein, dass dies keine klassische Detektivgeschichte ist. Wer hat's getan, ist an dieser Stelle relativ irrelevant. Dieser Roman ist der erste große Blick in die Welt der Spacer und der Entstehung des galaktischen Imperiums, das Jahrtausende später folgen sollte. Es ist aber Asimovs erster großer Wurf in Sachen Roboterzivilisation. Die Stahlhöhlen wurde 1964 tatsächlich vom BBC verfilmt, mit Peter Cushing als Elijah Bailey und John Carson als Daniel. Ich habe keine Ahnung, wie der Film so ist. 3 Jahre später lieferte Asimov den nächsten Roman ab, der unmittelbar an die Stahlhöhlen anschließt, jedoch zugleich eine eigenständige Geschichte ist. Hierbei belohnt uns Asimov allerdings, denn es scheint an der Zeit zu sein, dass wir die Spacer-Welten erkunden. So erreicht das unterirdische New York eine recht seltsame Vorladung. Auf dem Planeten Solaria hatte sich ein Mord ereignet. Man weiß dort aus einschlägigen Berichten, dass Elijah Bailey sehr unparteiisch und sehr effektiv den Mord an dem Spacer und Roboterexperten Dr. Sarton aufgedeckt hatte, und so erhofft man sich, dass Bailey selbiges auf Solaria leisten könnte. Bailey muss hierbei mit einem Flugzeug von New York nach Washington fliegen, um dort sein Briefing zu erhalten. Die Flugzeuge werden hierbei von Robotern geflogen und die Maschinen sind so eingerichtet, dass die Passagiere nichts von der Landschaft draußen mitkriegen, dass sie letztendlich alle agoraphob sind. Natürlich muss man an dieser Stelle in Kauf nehmen, dass Asimov das Buch in 1957 schrieb und seine futuristischen Vorhersagen einen etwas schmunzeln machen. So stehen Bailey im Flugzeug einige elektronische Texte zur Verfügung und Asimov schwärmt davon, dass eines Tages vielleicht sogar Filme in einem Flugzeug gezeigt werden. Nicht sehr treffend angesichts dessen, dass wir uns im Jahr 4721 befinden. Bailey ist von seinen Befehlen nicht begeistert. Für ihn ist es keine schöne Vorstellung, die vertraute Welt zu verlassen und in einem Raumschiff auf einen fernen Planeten zu fliegen. Die Anfrage erscheint ihm geradezu absurd, bis ihm klar wird, dass auf Solaria noch nie zuvor ein Mord geschah und die dortige Regierung mit der Situation gänzlich überfordert ist. So bekämpft Bailey all seine Ängste und begibt sich auf die größte Reise seines Lebens.
Die Spacer sind sich dessen bewusst, dass er noch nie an der Erdoberfläche war und massiv unter der gängigen Agoraphobie leidet, weshalb sie die Reise für ihn so angenehm wie möglich gestalten und extra für ihn allerlei Fenster schwärzen, damit er nicht mit irgendwelchen großen, leeren Vistas konfrontiert wird. Denn ausgerechnet Solaria ist der leerste aller Spacer-Planeten. Hier herrscht sozusagen die höchste Form des Social Distancing. Die Landschaften sind oft nur Linearstriche am Horizont, gefüllt mit Feldern, wo Roboter arbeiten. Die meisten Solaria-Bewohner haben seit ihrer Kindheit keinen anderen Menschen in Person getroffen. Die Eheschließungen werden dort als eine Art Opfer für den Fortbestand der Gesellschaft betrachtet und gänzlich freudlos gehandhabt. Kommunikation und soziale Interaktion findet ausschließlich über Hologramme oder Roboter statt. Dies ist die absolute Horrorwelt für Bailey, doch er ist zugleich der unangenehmste Gast, der jemals ihren Planeten besuchen könnte. Bailey versteht schnell, dass seine Agoraphobie einer angemessenen Ermittlung im Wege stehen wird und unternimmt auf eigene Faust mehrere Versuche, sich dem offenen Himmel und der weiten Landschaft zu stellen und seine Ängste zu besiegen. Am Anfang klappt das nicht sehr gut. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. Gleich nach der Landung erhält Bailey einen Besuch und steht plötzlich Daniel Oliver gegenüber. Dieser wurde auch eingeladen, in der Hoffnung, damit für die Ermittlungen die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Für den massiv verstörten Bailey ist dies eine freudige Situation. Solaria ist ein seltsamer Planet, der sogar im Verbund der Spacer am ungewöhnlichsten ist. Denn hier wohnen nur 20.000 Einwohner, auf einem ganzen Planeten. Pro Person entfallen hier rund 1.500 Quadratmeilen bebaubare Fläche und rund 10.000 Roboter. Das ist das extremste Person-Roboter-Verhältnis von allen Spacer-Welten. Es verwundert nicht, dass Solaria inzwischen eine Art Marktführer ist, wenn es um die Herstellung von Robotern geht und diese auch nach Aurora und auf die anderen Planeten exportiert. Gerade vor der Kulisse riesiger Felder, wo gigantische landwirtschaftliche Maschinen, gesteuert von Millionen Robotern, auf- und abfahren, kommt man nur schwer an der Feststellung vorbei, dass hier eine Allegorie auf die schwarze, versklavte Bevölkerung auf den amerikanischen Baumwollfeldern geschaffen wird. Aber Analogien sind stets etwas gefährlich und können leicht überbelastet werden. Natürlich könnte man die Spacer selbst als eine Analogie zu den Israeliten und ihrem Exodus sehen. Der Ermordete stellt sich als der Fötologe Ricane Delmar heraus. Er ist der einzige Fötologe auf diesem Planeten, da bei einer planetarischen Gesamtpopulation von nur 20.000 Menschen populationstechnisch nicht so viel los ist. Seine Aufgabe ist es vor allem, den gehobenen Standards der Spacer zu genügen und dafür zu sorgen, dass keine Kinder auf die Welt kommen, die den einwandfreien Genpool kontaminieren würden. Bailey findet schon bald heraus, dass seine Anwesenheit alles andere als gewünscht ist. Offensichtlich war es Dr. Hahn Fastolf, dem einflussreichen Spacer von Aurora, den Elijah Bailey in dem Roman Die Stahlhüllen kennengelernt hatte, zu verdanken, dass das Erfolgsteam von damals, also er und Daniel, nach Solaria eingeladen wurden. Dies geschah etwas zähneknirschend und aus Respekt für Fastolf, doch begeistert sind die Apparatschiki auf dem einsamen Planeten davon überhaupt nicht. Ohnehin sind die meisten bereits von einem Täter überzeugt, genau genommen einer Täterin, die Witwe des Ermordeten, Gladia Delmar. Doch Bailey kommt aus einer Welt, wo Verbrechen an der Tagesordnung sind, etwas, das ihn massiv von Solarien unterscheidet, die noch nie zuvor mit einem solchen Verbrechen konfrontiert wurden. So melden sich Baileys Instinkte und dass alle bereits von Gladias Schuld überzeugt sind, erweckt nur sein Misstrauen. Die Kultur der Solaria ist Bailey erstmal sehr unzugänglich. So beginnt er schon bald alle zu nerven und zu schockieren, indem er darauf besteht, seine Befragungen in persona durchzuführen. Doch auf Solaria unterscheidet man gesellschaftlich zwischen Schauen und Sehen. Schauen bedeutet die Gesamtheit aller Interaktionen, die mittels Hologramm stattfinden, die überwiegende Methode der Kommunikation dort. Das Sehen hingegen ist ein geradezu undenkbarer Akt, der so viel Intimität und geradezu Perversionen sich trägt, dass dies eigentlich nur auf die Ehe beschränkt wird und auch dort nur in geringstmöglichem Maße. Damit sind die Solaria ein sehr symmetrisches und reziprokes Gegenstück zu dem agoraphoben Bailey, etwas, das
sichtlich Asimovs Absicht war. Die Solarier begegnen ihrer Angststörung auch damit, dass sie Sexualität komplett zugunsten von künstlicher Reproduktion aufgegeben haben und ihre Jugendlichen asexuell erziehen. Zugleich ist es natürlich amüsant, dass Solaria wiederum keine Schamempfindung besitzt, wenn geschaut und nicht gesehen wird. Das erfährt der ein wenig prüde Elijah Bailey am eigenen Leib, als er zum ersten Mal mit der Witwe Gladiah eine holographische Unterhaltung führt und Gladiah dabei splitternackt ist, da sie gerade aus dem Badezimmer kommt. Etwas, das Bailey ein wenig aufstößt. Baileys erstes Problem bei seiner Ermittlung ist sein geschätzter Partner Daniel Oliver. Da Daniel bedingungslos den drei Robotergesetzen unterworfen ist, kann er nicht tatenlos zusehen, wenn Bailey leidet. Doch Bailey möchte nicht nur seine Angst besiegen, sondern auch Solaria besser kennenlernen. Hierzu muss er Daniel also ein wenig austricksen, um seinen ständigen Beschützermaßnahmen zu entkommen. In Die nackte Sonne folgt Asimov einem ähnlichen Muster wie bei dem Vorgängerroman. Auch hier ist die eigentliche Kriminalgeschichte weniger reizvoll und weniger relevant als die faszinierende Erkundung dieses seltsamen Planeten und seiner fragwürdigen Bevölkerung. Ich selbst habe die Solaria immer mit einer gewissen Faszination betrachtet, weil ich selbst eine gewisse Vorliebe für Social Distancing hatte. Oder habe. Doch Asimov macht schon bald deutlich, dass eine Zivilisation so nicht leben kann und dass hier auf Solaria bereits nach 200 Jahren starke Risse im gesellschaftlichen Zusammenhalt spürbar sind. Elijah Bailey wird zunehmend bewusst, dass diese Leute im Grunde massive psychische Störungen haben. Am Ende bringt er in Erfahrung, dass Ricane Del Mar tatsächlich von seiner Ehefrau Gladiah ermordet wurde, doch zusammen mit einem Haushaltsroboter zu dieser Tat von dem Roboterentwickler Jothan Liebig manipuliert wurde, dessen psychische Probleme mit Berührungsängsten inzwischen ausgeufert waren. Zugleich verfiel Gladiah, gänzlich traumatisiert von den Ereignissen und ihrer Tat, in einen Zustand von psychotischer Verdrängung. Doch Elijah und Daniel decken etwas viel Wichtigeres auf. Jothan Liebig hatte an positronischen Gehirnen gearbeitet, deren Fähigkeit darin bestehen sollte, das erste Gesetz außer Kraft zu setzen. Sein Plan war, solche Roboter in Kriegsraumschiffe einzubauen. Indem er einen Weg fand, sie zu täuschen und in der Annahme zu belassen, sie würden nicht auf Menschen schießen, wäre er imstande gewesen, von Robotern gelenkte Raumkreuzer zu erschaffen. Etwas, das bis dahin keinem Spacer gelungen war und aus Gründen massiver ethischer Fragwürdigkeit nie angestrebt wurde. Durch Elijah und Daniel wird auf Solaria ein massiver Skandal ausgelöst, der den eigentlichen Mord an Ricane Del Mar gänzlich überschattet. Deshalb geht auch Gladiah aus der Sache straffrei raus. Dieser Fall verändert Bailey. Vermutlich ein wenig verliebt in Gladiah, worauf hier jedoch kaum angespielt wird, ist er fasziniert von den Möglichkeiten, die sich den Erdbewohnern bieten würden, wenn sie nur ihre Ängste und ihre Querelen überwinden könnten. Bei seiner Rückkehr auf die Erde hat Bailey innerlich den Disput seiner Landsleute, also der Medievalisten und der Modernisten, überwunden. Er ist sozusagen depolarisiert, etwas, das genau nach meinem Geschmack ist. Er vertritt nun durchaus die medievalistische Position, dass der Terraner einen neuen Zugang zur Natur finden muss, dass er seine Angst vor der Oberfläche überwinden muss und auf diese Weise eine neue Bestimmung finden muss. Doch zugleich sollen die Menschen auch Modernisten bleiben und einen Weg in die Weiten des Weltraums finden, wo neue Welten und neues Geschick auf sie wartet. Asimov zeigt in diesem Roman seine Stärken und diese bestehen nicht darin, den idealen Krimi zu schreiben, sondern darin, eine faszinierende Fremdartigkeit einzufangen, die zugleich seltsam vertraut anmutet. Viele Details der fremden Welt von Solaria wirken ein wenig abstrus und man runzelt die Stirn und fragt sich, ob Asimov hier nicht ein wenig aus dem Ruder läuft. Doch dann erinnert man sich, wie sehr unsere eigene Kultur saturiert ist mit Absurditäten, die von ihren Vertretern mit Eifer verteidigt werden, fern jeglicher Ratio. Äußerst charmant ist die Beziehung zwischen Bailey und Daniel Oliver. Die Freundschaft zwischen Mann und Maschine ist sicherlich ein zentrales Thema bei Asimov und gelingt in dieser kurzen Romanreihe ausgesprochen gut. Besonders nett ist die Art, wie der Roboter Daniel den Polizisten Bailey anredet. In Situationen, die mit einem Kriminalfall zu tun haben, spricht er ihn mit Partner Elijah an und außerhalb solcher Situationen mit Freund Elijah.
Roboter auf der Erde reden die Menschen nur mit Herr, Herrin oder Master an. Doch Daniil ist ein Spacer-Roboter und hinzu kommt, dass er ein besonderer Roboter ist, der entwickelt wurde, um unter Menschen nicht aufzufallen. Es wäre unangebracht, wenn er Elijah mit Master anreden würde. Daniels Art, den Detektiv so anzureden, wurde aber von Bailey nie so eingefordert. Es ist eine gesellschaftliche und humane robotische Einschätzung und Entscheidung, die von Daniel selbst ausgeht. In gewisser Weise drückt der Roboter damit aus, dass er sich geehrt fühlt, dass der erfahrene, geachtete Chefermittler ihn als einen Partner ansieht, doch zugleich drückt damit der Roboter aus, dass jene Kultur, die er eigentlich repräsentiert, also die Spacer, auf Elijah Bailey nicht herabschaut, sondern bereit ist, in ein Freundschaftsverhältnis mit ihm zu treten. Und natürlich kann man sich an dieser Stelle als Leser entscheiden, ob dies nun eine künstliche, kalte Schlussfolgerung des Roboters ist, der hierbei keine Sentimentalitäten empfinden kann und lediglich die Anrede wählt, die er im Geiste der drei Robotergesetze als die angenehmste für Elijah Bailey einstuft. Oder ob die künstliche Intelligenz von R. Daniel Oliver so weit in emotionale Bereiche fortgeschritten ist, dass er diese Geste des Respekts und Wertschätzung so empfindet oder zumindest eine kybernetische Erfahrung macht, die man als ein Äquivalent zur Empfindung beschreiben könnte. Zum Abschluss noch eine Kurzgeschichte, die chronologisch genau hierher gehört. Mit ihr geht eine lustige Feststellung von Isaac Asimov einher. Nach dem Erfolg von Die Stahlhöhlen und Die nackte Sonne hatten die Fans Asimov jahrelang gefragt, wann er endlich eine Fortsetzung zu diesen beiden Romanen schreibt. Das Ermittlerduo Elijah Daniel erfreute sich großer Beliebtheit. Erst in 1972 legte Asimov nach und schrieb die großartige Kurzgeschichte Mirror Image, das Spiegelbild, die seitdem in mehreren Anthologien erschien. Die Reaktion überraschte Asimov, so ging bei ihm eine Flut aus Leserbriefen ein, die alle ungefähr denselben Tenor besaßen. Um ein Beispiel zu nehmen: Danke, aber wenn wir Fortsetzung meinen, meinen wir einen Roman. Nun, es hat nicht sein sollen. Dennoch ist Mirror Image eine sehr charmante, kurze Story und es ist die letzte Kurzgeschichte, die ich in dieser Videoreihe behandeln werde. Fortan werden es bis zum Schluss nur noch dicke Romane sein. In Mirror Image geht es nicht um einen Mordfall. R. Daniel Oliver sucht Elijah Bailey in seinem Büro im Polizeihauptquartier auf. Er ist gerade auf der Durchreise mit einem Spacer-Raumschiff, das unterwegs ist zu einer interstellaren Mathematikerkonferenz auf Aurora. Hier tritt der dystopische Charakter der Erde deutlich in den Hintergrund. Alles wirkt plötzlich sehr alltäglich, sogar die Raumfahrt. Dies mag der Tatsache geschuldet sein, dass es eine Kurzgeschichte ist und Asimov somit nicht den Raum hatte, um die sozial-ökonomische Tapete der Handlung besser zu bemalen. Immerhin tritt hier sogleich der Ekel, den die Spacer für Terraner empfinden, zutage. Erneut ist es Daniel, der auf die Erde kommt, da sonst kein Spacer bereit wäre, einfach so New York zu betreten, um einem Bewohner dort die Hand zu schütteln. Es stellt sich heraus, dass Daniel Zeuge eines Zwischenfalls an Bord des Raumschiffes wurde, das den Kapitän vor ein komplexes Problem stellt. Das kriminalistische Thema ist allerdings nicht Mord, sondern Plagiat. Ein angesehener alter Mathematiker hat einen Eureka-Moment und entwirft noch während der Reise, die offensichtlich mehrere Wochen dauert, ein neuartiges mathematisches Theorem. In seiner Aufregung und unmittelbarer Begeisterung teilt er sich einem anderen, deutlich jüngeren Mathematiker mit, der auch an Bord ist und zur selben Konferenz fliegt. Denn der ältere Mathematiker möchte seine Ideen bereits auf der Konferenz präsentieren und will sich der Richtigkeit seines mathematischen Modells bei dem Kollegen versichern. So geschieht es auch, doch am nächsten Tag stellt der jüngere Mathematiker in Aussicht, dass dies alles seine Idee war und dass er sich lediglich dem älteren Mathematiker mit dieser Idee mitgeteilt hat und dass dieser ihm nun diese Idee stehlen möchte, um sie auf der Konferenz als seine eigene zu präsentieren. Die beiden Wissenschaftler stehen sich also mit einer hundertprozentig gespiegelten Version der Ereignisse gegenüber, weshalb die Story das Spiegelbild heißt. Wer hat nun recht und wer ist der Lügner? Nun ist es so, dass jeder der beiden Forscher seinen eigenen Dienerroboter hat, der zu dessen Gunsten aussagt. Tatsächlich ist es einem Roboter möglich zu lügen, solange es im Einklang mit den drei Robotergesetzen ist.
Das hatten wir, die aufmerksame Zuschauerin dieser Videoreihe wird sich erinnern, in den Tagen von Susan Calvin immer wieder erlebt. Der Kapitän des Raumschiffs hatte also dem Ratschlag von Daniel Oliver nachgegeben und machte einen Zwischenstopp auf der Erde, wo Daniel Elijah um Hilfe bittet, um das Rätsel zu lösen. Ich will an dieser Stelle auch nicht so viel davon verraten. Das Thema hat aber mit dem Paradoxon von Epimenides zu tun, das heute auch als das Lügner-Paradox bekannt ist. Epimenides hatte die Aussage in den Raum gestellt, dass alle Kreter Lügner sind, und gefragt, ob die Aussage wahr sein kann. Und da er selbst ein Kreter ist, stellt sich die Frage, wie eigentlich die Aussage rezipiert werden kann. Hier werden also die Grenzen der Sprache und Semantik ausgelotet. Etwas, das in unserer Zeit noch große Geister wie Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, Heinz von Förster und Douglas R. Hofstadter beschäftigt hat. Hier geht es allerdings mehr darum, ob eine solche Situation eher mit mathematischer Ratio lösbar ist oder auf diese Weise im Grunde unlösbar ist und somit unbedingt mit einer irrationalen Vorgehensweise aufgeweicht werden muss. Und obwohl am Ende Daniel von der Herangehensweise des Detektivs Bailey überrascht ist und diese so nicht erwartet hätte, muss man auch einsehen, dass es Daniel war, der genau aus diesem Grund das Problem vor Baileys Haustür gebracht hat, weil er aus seiner eigenen Erfahrung mit Bailey und den zwei Kriminalfällen, die sie gemeinsam gelöst haben, weiß, dass Kriminalität selten mit einer reinen Logik und Ratio erklärt werden kann und in all ihrer Menschlichkeit einen irrationalen Faktor besitzt, dem ein Roboter oder eine Gruppe unterkühlter Spacer nur schwer beikommen kann. Ich hoffe, ihr fand das interessant. Wenn ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren oder besucht einfach meine trashige Webseite, die mehr einem Oktopus gleich alle anderen meiner Aktivitäten verbindet. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.